Wenn Sie heute nicht bei uns wären, mit wem und wie hätten Sie diesen Geburtstag gefeiert? Ich denke, in einem kleinen, vertrauten Kreis, ganz entspannt. Mhm. Achtmal in Ihrem Leben haben Sie den Geburtstag in Gefangenschaft mit Ihrem Entführer begehen müssen. Waren das vergleichsweise positive Tage oder ganz besonders traurige für Sie? Auf eine gewisse Art und Weise brachten mich ja diese Geburtstage auch meinem 18. Geburtstag entgegen. Und das war auch positiv, dass man dann eben immer älter wird und immer kräftiger, immer stärker, um sich dem Täter widersetzen zu können. Wieso war dieser 18. Geburtstag, dieses Ziel für Sie so besonders wichtig? Es war schon sehr früh ein Traum, unabhängig zu sein. Und mit 18 ist man in Österreich volljährig. Und als ich dann in Gefangenschaft 18 wurde, war es für mich besonders symbolträchtig, mein Leben nochmal zu überdenken und diese Kraft aufzubringen, mich daraus zu befreien, aus dieser Situation, aus dieser Gefangenschaft. Mhm.